Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Boss-Battle in Minecraft. Und zwar sieht man hier schon, was ich so in der Hand halte. Und jetzt ahnen vielleicht schon die ein oder anderen, um was es hier geht. Und zwar habe ich da vorne schon mal was Kleines vorbereitet, wie man sehen kann. Da laufe ich jetzt gleich mal hin. Und zwar geht's heute mal darum, wir werden gegen einen Mutantengast kämpfen. Der ist wirklich ziemlich riesig. Und deswegen habe ich mir schon mal ja so was Kleines vorbereitet da vorne. Und da muss ich jetzt einfach nur die ja, drei Gasköpfe drauf platzieren, so auf die Blöcke hier. Und wenn wir jetzt gleich ins Nether gehen, dann werden wir vielleicht mit etwas Glück einen riesigen Mutantgast sehen. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Aber bevor wir das machen, wirklich ins Nether gehen, müssen wir uns natürlich auch ein bisschen ausrüsten. Dazu nehme ich jetzt einfach mal vielleicht, ja komm, eine volle Dia-Rüstung. Erstmal mit einem Unendlichkeitsbogen und einem Pfeil natürlich. Und dann zu Anfang mal 64 gebratenes Schweinefleisch. Und ich denke mal, da der Gast wirklich echt ziemlich schwierig zu besiegen ist, machen wir später dann auch nochmal das Ganze mit einer Schutz-3-Rüstung, falls wir das halt mit dieser normalen Rüstung nicht schaffen sollten. Und auch einen Bogen mit Unendlichkeit und Stärke 3, wieder mit einem Pfeil und natürlich auch noch 64 goldenen Äpfeln. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ziehe ich mir die Rüstung gleich mal an. Und ich brauche jetzt natürlich auch noch ein Nether-Portal. Ich baue das Nether-Portal einfach mal hier. Und ich bin echt gespannt, Leute, ob ich das jetzt gleich schaffen werde. Und Leute, der Gas ist echt wirklich richtig riesig. Okay, Leute, das Nether-Portal ist gecraftet. Und dann bin ich jetzt auch schon wieder im Game Mode 0. Und schon mal auch zu Anfang, bevor ich jetzt das Nether-Portal betrete, falls euch sowas gefällt, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, der Mond geht jetzt langsam auf und ich denke mal, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um hier in das Nether-Portal zu gehen und mal schauen, was ich jetzt gleich machen muss. Ich habe natürlich schon so eine kleine Idee und ich weiß auch, was man jetzt alles, oh shit, Leute, dafür machen muss, um den Gast zu rufen. Und der kommt jetzt nämlich nicht direkt von Anfang an. Aber Leute, was ist das denn jetzt bitte? What the fuck? Ich bin hier einfach, das Nether-Portal ist ja einfach hier oben direkt über der Lava. Und okay, da fließt auch schon Lava runter. Ich habe, glaube ich, was Kleines vergessen, was ich eigentlich mitnehmen sollte, und zwar Cobblestone. Ich habe jetzt mal 3 Stacks hier mir genommen und wir müssen uns erstmal rüberbauen. Das wäre halt echt ziemlich bitter, wenn ich jetzt an was anderem sterben würde und nicht an dem Mutantengast. Aber ich denke mal, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Ich baue mich echt vorsichtshalber mal ja, langsam rüber. Und mal schauen, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein paar Partikel finden, Leute, sonst können wir wirklich nicht den Gast rufen und wir brauchen auch wirklich einen Gast dazu. Und deswegen, wir müssen uns erstmal ein kleines bisschen auf die Suche machen. Also Essen habe ich zum Glück dabei. So, wie gesagt, noch 2 Stacks Cobblestone. Und wir sehen hier momentan noch keinen Gast. Aber zum Glück habe ich schon mal einen Weg rüber gebaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Leute, da vorne ist ein Gast und der feuert auch schon auf uns. Okay, die ja, Schüsse lassen wir jetzt einfach mal vorbeifliegen. Wir dürfen halt echt nicht getroffen werden. Und wir haben schon mal einen ganz normalen Gast natürlich. Den können wir easy wirklich besiegen, indem wir auf den schießen. Mache ich jetzt natürlich nicht. Was wir aber jetzt noch brauchen, Leute, und das ist halt echt jetzt das Schwierige dran. Wir brauchen Partikel, die hier random spawnen. Und ich weiß nicht, wo die genau spawnen. Das weiß man wirklich nie. Und man weiß auch nicht, wann die spawnen. Deswegen muss ich einfach mal abwarten. Das ist halt hier vielleicht eine kleine Fläche. Das ist ein bisschen blöd, hier gegen so einen riesigen Gast dann wirklich später zu kämpfen. Das sind die Partikel. Oh shit, Leute, die sind jetzt hier gespawnt. Und in den Partikeln bekomme ich Schaden. Und Leute, es wird so schwierig einfach nur. Die Partikel, denke ich mal, verschwinden jetzt gleich wieder. Und der Gast ist jetzt einfach auch weg. Ja, und die Partikel sind wieder verschwunden. Die Aufgabe ist jetzt, ich muss in den Partikeln den Gast mit dem Bogen abschießen. Und wenn ich das einmal schaffe, wirklich, ich muss es nur einmal schaffen, dann kommt auf jeden Fall der riesige Mutant-Gast. Hier ist jetzt der Gast und der geht halt immer weiter weg und irgendwo müssen die Partikel erscheinen. So, ich kann im Notfall auch noch darunter und der muss jetzt echt dauerhaft auf mich fokussiert sein. Okay, er schießt mich noch momentan ab. Ich sehe leider noch keine Partikel, die sind echt relativ auffällig. Und ja, der soll echt nicht weggehen, der soll etwas, vielleicht ein bisschen näher kommen sogar. Und nein, ich habe ihn einfach getötet, wow. Ich muss es einfach nochmal machen, weil ich den anderen Gast nicht mehr gefunden habe. Aber Leute, jetzt habe ich ihn gespawnt. Und es sind auch kleine Gast wiederum gespawnt. Leute, jetzt sieht man endlich den Mutant-Gast. Und die Partikel bringen jetzt mir leider nichts mehr. Und ich glaube, das ist echt gut, dass ich wirklich die Schutz-3-Rüstung genommen habe. Und den muss ich jetzt halt wirklich abschießen. Und ich habe keine Ahnung, what, ob das funktioniert. Und okay, der schwebt einfach nur rum. Und jetzt schießt er. Okay, Leute, vielleicht macht mich auf jeden Fall blind. Und ich habe Langsamkeit bekommen. Das ist echt ziemlich heftig, Leute. Ich glaube mal, so, wir müssen uns vielleicht eine kleine Schutzwand bauen, die nicht viel bringt. Wir können aber auch so nicht, glaube ich, einfach so normal den Gas abschießen. So, jetzt vielleicht. Jetzt bin ich einfach wieder blind. Komm, da kann ich doch irgendwie
So einfach, ja, vielleicht mal mit der Hand statt dem Bogen den Gas versuchen zu treffen. Aber es ist halt wirklich so schwierig und ich muss weiter nach hinten. Aber ich bekomme auch nicht so viel Damage. Das ist echt mega gut. Also mit einer normalen Dierrüstung wäre ich, glaube ich, instant down. Und Leute, ich werde einfach immer blind. Und so. Was habe ich denn jetzt gerade so hitten können? Ne, ich habe gerade gedacht, dass er irgendwie verschwunden ist. Also so anscheinend kann ich den... Doch, ich kann ihn auf jeden Fall nur mit den Feuerbällen hitten, das Problem. Okay, aber wie soll ich das jetzt am besten anstellen? Ich werde immer blind. Jetzt aber vielleicht... Ah, shit, hat es leider nicht getroffen. Jetzt aber... Nein, wieder nicht. Und da kommen immer wieder andere Ghasts. Und jetzt einfach nur vielleicht... Komm nach oben. Das müsste doch treffen, oder? Ich glaube mal, der wurde getroffen. So, komm, dann nochmal vielleicht... Ja, ich sehe halt nichts wirklich. Aber ich kann natürlich jetzt versuchen, so mal... Und ich bin sogar jetzt in der Lava. Und... Je okay, mit Schutz 3 überlebt man echt krass in der Lava. Aber ich glaube mal... Oh nein, Leute. Ich werde das, glaube ich, nicht schaffen. Oder? So, ich kann mich voll healen. Ja, okay, gut. Ich habe es geschafft, Leute. So, das war echt ziemlich knapp. Und, Alter, was? Ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen wegrennen. Noch mal Goldäpfel essen. Es ist so schwierig. Und einfach aufpassen, dass die Feuerbälle nicht auf mich kommen. Und jetzt vielleicht... Es kommt halt auch Feuer auf mich wieder. Aber ich glaube mal... So, jetzt genau auf ihn schießen. Und nein, ich habe nicht getroffen. Wie kann das denn sein? Okay, aber... Ich werde echt krass gehittet, Leute. Und ich muss ein bisschen wegrennen. Und selbst mit Schutz 3, man muss echt schon Goldäpfel essen. Sonst schaffen wir das auf jeden Fall nicht. Und ich werde jetzt gleich bestimmt wieder blind. Aber jetzt vielleicht... Ich muss halt auf jeden Fall die Kugeln von dem Ghast treffen, sodass ich den echt gut abschießen kann. Und ja, jetzt habe ich den einmal getroffen. So, jetzt vielleicht nochmal. Ja, ich glaube mal, das ist was geworden. Jetzt vielleicht nochmal. Und der bekommt schon Schaden, aber man merkt es echt nicht so krass. Und der ist jetzt in der Lava. Okay, wirft jetzt gerade momentan nichts ab. Ich bin jetzt nochmal an eine andere Stelle gegangen. Es ist wirklich so unmöglich, irgendwie auf dem Feld da vorne zu kämpfen. Aber ich glaube mal, so komm, den könnte ich echt gut treffen. So, okay, der hat auf jeden Fall... Nein, der hat doch nicht getroffen. Was? Aber ich glaube mal, der, oder? Ist der abgeprallt? Ich weiß es nicht. Komm, ich muss vielleicht ein bisschen nach vorne gehen. Nicht, dass der jetzt gleich nicht mehr auf mich schießt. So, und den habe ich auch nicht getötet. So, aber jetzt, die da vorne, die kann ich halt echt leicht töten, wenn ich die halt treffe. Aber die treffe ich irgendwie auch nicht. Und da hat jetzt wieder weitere gespawnt. Und der schießt einfach nicht auf mich. Oh, Leute. Okay, der muss jetzt, glaube ich, mal wieder nach vorne kommen. Und ich glaube mal, dann... wird er auf mich schießen, oder? So, komm, ich kann mich jetzt vielleicht mal ein bisschen zu dem rüberbauen. Okay, und er hat getroffen, beziehungsweise geschossen. Das ist hier echt mega risky, so zu spielen. Aber ich habe ihn nochmal getroffen. Irgendwann müsste halt echt down gehen. So, komm, drauf schießen. Der hat nochmal getroffen, glaube ich. So, jetzt nochmal, oder? Okay, aber er geht halt immer noch nicht down. Und ich glaube mal, das war auch ein Hit. So, jetzt nochmal. Treffe ich den? Kann es sein, dass ich den nicht unter der Lava treffen kann? Ich habe keine Ahnung. Und what? Okay, komm, da kommt nochmal eine Feuerkugel. Und nochmal eine. Und jetzt, glaube ich... Alter, es fliegen so viele Kugeln. Oh mein Gott. Und da kommen nochmal andere Ghasts. Und ich stehe hier halt echt auch mega gefährlich. Aber das könnte ich auf jeden Fall treffen. So, komm, da kommen echt mega viele. Und ich wäre fast in die Lava geflogen. So, dann ganz kurz nochmal den Ghast vielleicht da oben killen. So, der ist echt relativ schnell down. So, und dann nochmal eine kleine Brücke vielleicht nach vorne, dass sie mich auch wirklich anvisiert. Und was, jetzt bin ich im Gift wieder. Oh mein Gott, das Gift ist hier einfach zufällig bei mir. Und es war richtig knapp, ich wäre fast wieder gestorben. Leute, hier sind so viele Ghasts, die auf mich feuern, es ist unnormal, wirklich. Und der Ghast hier, der ist jetzt direkt bei mir. Und ihr seht, Leute, ich kann ihn so nicht abschießen. Und ich glaube mal, jetzt müsste ich ihn doch so mit treffen, oder? Und, ach du Scheiße, Leute. Und, ja komm, das ist echt, glaube ich, eine gute Taktik, direkt bei dem zu kämpfen. Aber, ja okay, jetzt hat er mich wieder blind gemacht. Und jetzt nochmal, ich habe einfach, oh shit, was? 3,5 Herzen? Ich bin einfach down. Ich bin jetzt nochmal zurückgeflogen, einfach mit einem ganz normalen Dierschwert. Hier sieht man nochmal, was der Mutantgas wirklich alles angerichtet hat. Man kann sogar innen reinfliegen natürlich. Und, Alter, es ist echt mega heftig. Und Leute, man stirbt einfach instant, sobald man irgendwie unter dem ist. Es war keine gute Idee.
Und ich weiß auch nicht mehr, wo meine Items sind, wenn die irgendwie nicht explodiert sind. Aber Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich einfach mal dieses Video. Es ist echt fast unmöglich, den Gast zu killen. Ich weiß nicht, also mit einer besseren Rüstung vielleicht hält man natürlich nochmal dementsprechend mehr aus. Aber es geht halt echt mega lange. Aber falls ihr mehr von solchen Boss-Battles sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch noch sehr gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken. Unter anderem Instagram, Snapchat und so weiter. Alles unten verlinkt. Und wir sehen uns ansonsten morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!